Jetzt aber mal wegräumen hier alles, damit wir gucken, ob da mal mehr. Da, das sieht aus wie eine Pille. Also, wie gesagt, das wäre nicht von hier. Ja, da oben lag ein Joint im Baum. Ja, das ist. Ein gerauchter Joint, da ein Baum. Das ist hier für den Nebentür. Das sind die Tütchen, die hier runter. Wir sind heute hier am Weltjugendtagsweg. Wir werden in den nächsten Wochen hier gezielt Maßnahmen durchführen, um die offene Drogenszene, die es hier gibt, zu verdrängen. Dieses wird ab heute laufen, weil wir ein großes Verfahren hatten. Da geht es um die Hintergründe, das heißt um die Hintermänner. Und unser Ziel ist, Hintermänner zu fassen und damit den Nachschub auszutrocknen, die diese Händler, die wir hier immer wieder am Weltjugendtagsweg sehen, dass die Händler eben keinen Nachschub mehr bekommen. Dies ist uns auch gelungen. Wir haben fast einen Zentner Marihuana sicherstellen können. Wir haben insgesamt 25 Personen festnehmen können. Ein Teil dieser Personen ist auch in Haft, sodass wir dort einen deutlichen Schlag in die Strukturen tun konnten. Nun geht es auch darum, in der offenen, aus unserer Sicht offenen Phase, deutlich auch Präsenz zu zeigen. Dies ist in den letzten Wochen schon passiert, aber das werden wir in den nächsten Wochen deutlich verstärken. Und dann geht es eben darum, diesen, ich sag mal, prominenten Ort doch für die Händler sehr unattraktiv zu machen. Wir beginnen damit heute, weil wir dieses, was von mir eben geschildert worden ist, dieses Verfahren erst erfolgreich abschließen wollten, denn es geht nicht immer um Schnelligkeit. Wenn man erfolgreich sein will, muss man eben auch klug vorgehen, und deshalb war diese Phase jetzt erstmal abzuwarten und durchzuführen. Mir ist sehr wohl klar, dass es dort auch immer wieder zu Verdrängungen kommen wird. Wir werden dort auch nachsetzen. Da werden wir sehr intensiv dran arbeiten. Ich gehe davon aus und ich setze darauf, dass wir bei diesen Maßnahmen auch von der Stadt unterstützt werden, dass diese Maßnahmen mitgetragen werden, mit unterstützt werden. Ich erinnere mich, dass es vor einem Jahr hier eine intensive Diskussion über Identitätsfeststellung, über die Maßnahmen der Polizei gegeben hat. Ich gehe nicht davon aus, dass es so eine Debatte wiedergeben wird, denn das ist beileibe nicht hilfreich und unterstützt unsere Arbeit nicht. Jetzt haben wir hier einen Hund gesehen. Können die eventuell was zu den Maßnahmen sagen, die Sie hier auch treffen? Also die Maßnahmen werden schon seit geraumer Zeit durchgeführt. Wir kontrollieren hier regelmäßig, sowohl in Zivil als auch in Uniform. Das Phänomen ist insofern
nicht ganz einfach auch für uns zu bekämpfen, weil die Täter in aller Regel nur eine, zwei Konsumeinheiten bei sich haben. Das führt bei den Tätern dann dazu, dass sie zum Eigenbedarf die Drogen mithaben. Und dieser Eigenbedarf führt in aller Regel bei der Staatsanwaltschaft zur Einstellung. Deshalb geht es bei uns darum, auch größere Mengen zu finden. Die werden von den Händlern hier gebunkert, im Gebüsch, in Ritzen gebunkert. Und der Drogenhund hilft uns dabei, genau dieses Material zu finden. Ja, leider mussten wir feststellen, dass im letzten Jahr und im Jahr davor, also 2013, 2014, sich hier eine Szene entwickelt hat, die ganz aggressiv und offensiv BTM angeboten hat. Die Täter sind arbeitsteilig vorgegangen. Darauf hat die Polizei zunächst mit operativen Maßnahmen reagiert. Allerdings ließen sich die Täter davon relativ wenig beeindrucken und es war vor allen Dingen schwierig, sie in Haft zu bekommen. Das Konzept wurde dann im vergangenen Jahr neu abgestimmt, auch mit der Staatsanwaltschaft neu abgestimmt, sodass wir gesagt haben, wir werden uns um die kümmern, die hier sehr hohe Verkaufszahlen haben, die sehr häufig wegen Handel mit BTM in Erscheinung getreten sind, haben dann insgesamt 13 Personen aus diesem Kreis in die Untersuchungshaft bekommen. Das hat aber auch nicht gereicht, um hier diese Situation zu beruhigen, sodass wir dann eine Ermittlungskommission eingerichtet haben im März diesen Jahres. Und diese Ermittlungskommission hatte das Ziel, Hintermänner zu ermitteln, die das BTM nach Köln schaffen, die Logistik zur Verfügung stehen und die im Grunde genommen die Strukturen ermöglichen. Wir haben im Rahmen dieser Ermittlungen insgesamt 12 Personen mittlerweile festgenommen. 11 sind in Untersuchungshaft gegangen. Einer wird heute dem Richter vorgeführt, sodass auch da insgesamt 12 Personen in Haft gegangen sind. Im Rahmen dieser Ermittlungen ist es dann auch gelungen, größere Mengen Marihuana sicherzustellen. Insgesamt haben wir rund 50 Kilogramm sichergestellt. Da muss man sich vorstellen, das macht einen Straßenverkaufswert von rund 480.000 Euro aus. Okay, Sie haben es ja gerade schon mal erwähnt. Könnten Sie noch mal ein bisschen was kürzer noch mal die Resultate dieser Ermittlungen zusammenfassen? Ja, insgesamt wurden im vergangenen Jahr 13 Personen hier festgenommen und sind in Untersuchungshaft gegangen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch eine Ermittlungskommission konnten jetzt aktuell insgesamt 12 Personen festgenommen werden, die auch wohl alle in Untersuchungshaft gehen. Insgesamt wurden 48 Kilogramm Marihuana sichergestellt im Verkaufswert auf der Straße von 480.000 Euro. Okay, dann wäre eine weitere Frage vielleicht, inwiefern sich das äußert auf den Straßen, die Entwicklung, wie dieser Drogenhandel sich vergrößert hat in den letzten Jahren. Habt ihr da vielleicht kurz was zu sagen? Die Situation hier ist ein Phänomen und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird nicht die einzige Gruppierung sein, die hier auf der Straße Drogen verkauft. Dazu trägt sicherlich bei, dass ein Großteil der Bevölkerung glaubt, dass der Besitz und Handel mit Marihuana in kleinen Mengen nicht strafbar ist. Das ist nicht so, sondern tatsächlich ist der Besitz und Handel und auch der Konsum von Marihuana strafbar. Nur unter bestimmten Bedingungen kann die Justiz von einer Ahndung absehen. Vielleicht haben Sie hier in Köln mehr Probleme damit als zum Beispiel in Städten wie Bonn oder in kleineren Städten? Also ich glaube, dass das insgesamt ein großstädtisches Problem ist und das wird in vielen Städten ähnlich sein, ob jetzt hier in Köln, ob in Düsseldorf, ob in Berlin, Hamburg. Sie werden das alle kennen aus den Medien heraus.